Sinkende Wahlbeteiligung, Populismus, Infotainment, PR statt Diskurs, Privatisierung statt Gemeinwohl, Lobbyismus statt Partizipation und vermutlich ist auch Korruption eine Bestandsaufnahme der westlichen Demokratien ist ernüchternd. Der Soziologe Colin Crouch beschreibt genau diesen Zustand in seinem 2004 erschienenen Buch Postdemokratie. Post-democracy would be like post-industrialism. Post-industrial society, we have all the products of industry. Industrial activity continues, but the energy, the dynamism of the economy has gone somewhere else. So when I use post-democracy with the same idea. All the institutions of democracy remain, we use them. It's just that the energy of the political system, its innovative capacity, has moved to other spheres. Eine wesentliche Rolle kommt in Crouchs Analyse den Massenmedien zu. Das zunehmende Verschwimmen von Journalismus und PR lassen die Politik zur reinen Show mit Eventcharakter verkommen. Wahlkämpfe werden zu einem Wettbewerb zwischen konkurrierenden Teams professioneller PR-Experten, die die öffentliche Debatte kontrollieren. Im demokratischen Akt der Wahl nimmt die Mehrheit der Bürger nur mehr eine passive, ja sogar apathische Rolle ein. When I say the political energy of the system has gone elsewhere, it has gone to rather secret private discourse between great global corporations and governments. Die aktuellen Proteste an der Wall Street und das allerorts aufflammende Wutbürgertum geben Crouch recht. Die demokratische Regierungsweise steckt in einer massiven Repräsentationskrise. Sind Bürgerinitiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen die Zukunft? Haben Sie das Potenzial, die sperrigen Parteiapparate abzulösen? We need both parties and civil society initiatives. We cannot expect parties to do this alone unless there is a real strong feeling in the public opinion that something must be done about this financial system and about this form of capitalism we have. The parties, we cannot expect the parties to create that by themselves. So we need to support movements and protests that articulate this concern and to try to create a strong movement of public opinion to which the parties can then respond. So I don't see parties and Bürgerinitiativen even as alternatives. They're necessary to each other. Crouch plädiert also für eine Systemveränderung bei gleichzeitigem Systemerhalt. Reicht es aber wirklich, wenn zivilgesellschaftliche Initiativen die Parteien vor sich hertreiben? Wird das politische System in dunklere Zeiten versetzt oder muss sich zwangsweise etwas völlig Neues entwickeln? Der Philosoph Slavoj Žižek meinte erst kürzlich: Now the field is open.